Ich bin Kian und in dieser Interviewreihe stelle ich euch vor, wie Menschen sich verändert haben und heute mithelfen, die Welt zu retten. Hallo, ich bin Kian und ich begrüße euch zu meiner Interviewreihe Lichtlein wechselsicht. Wie immer dreht es sich bei uns um diese Themen Mensch, Umwelt und Geschäftswelt. Apropos Mensch, kommen wir gleich mal zu unserem Gast. Wer bist du? Woher kommst du? Hast du Kinder? Und was ist dein Hobby? Ich bin Evelyn Schönheit. Ich komme aus Hamburg. Ich habe keine Kinder. Und meine Hobbys sind Spazierengehen, Lesen und im Chor singen. Ja, super. Dann kommen wir mal zum Thema Umwelt. Was glaubst du, belastet die Umwelt denn am meisten? Am meisten, dass wir so viel verbrauchen. Also, dass wir so viel Ressourcen, so viel Energie, so viel Natur verbrauchen. Und es war gerade der Earth Overshoot Day, also der Erdüberlastungstag. Und Deutschland verbraucht 3 Erden. Also, wie soll das gehen? Das ist einfach zu viel. Und ich bin überzeugt, wir konsumieren viel zu viel und wir müssen von diesem hohen Niveau runter. Und es reicht eben nicht, weiterzumachen wie bisher und alles grün zu gestalten. Also ich sag mal E-Mobil statt einem Verbrenner bei den Autos, sondern es müssen einfach weniger Autos werden. Es muss eine andere, eine clevere Mobilität werden. Und das, finde ich, ist der wichtigste Punkt. Ja, ich finde das auch eine gute Antwort. Was glaubst du, machst du denn heute schon besonders gut? Was glaubst du, musst du noch besser machen? Also, gut mache ich, denke ich, dass ich die Dinge, über die ich rede, auch versuche, konsequent umzusetzen. Also, insgesamt wenig kaufe, mich ökologisch ernähre, seit Jahren jetzt nicht mehr geflogen bin. Bei Textilien, bei Anziehsachen inzwischen auch darauf achte, dass sie ökologisch sind. Diese Sachen und was ich noch besser machen möchte, dass ich noch mehr Zeit und Energie auch für politische Arbeit finde oder mir auch freischaufel. Ja, das glaube ich, kriege heute von dir nur gute Antworten. Ich gebe mir Mühe. Worauf bist du bei dir besonders stolz im Thema Umwelt? Also bei mir persönlich finde ich schwierig, aber ich bin stolz in Momenten, wo ich zum Beispiel einen Workshop gebe und nachher kommt jemand von den TeilnehmerInnen auf mich zu und sagt, ich hätte das lebendig vermittelt und ich hätte es geschafft, nochmal zu verdeutlichen, warum das Thema so wichtig ist. Also wir arbeiten ja zum Thema Papier- und Waldschutz. Und wenn die Person dann zu mir sagt, der Workshop hat mich inspiriert, jetzt wieder mich auch um das Thema zu kümmern und was anzupacken und auch andere darüber zu informieren, dann bin ich stolz. Genau. Also ich merke schon, das wird ein schönes Interview. Kommen wir nun zum Thema Geschäftswelt. Was hast du gelernt? Was für Arbeit hast du gemacht und was machst du heute? Also ich habe als erste Ausbildung nach dem Abi habe ich eine Sprachenschule besucht. Ich glaube auch, weil ich als Kind immer gedacht habe, man könnte viele Probleme auf dieser Welt lösen, wenn man viel mehr miteinander reden würde. Also alle Menschen über Nationen hinweg. Das war, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen die Motivation. Und dann habe ich im Ausland gelebt und gearbeitet und habe dort Übersetzungen gemacht, habe im Bereich Flüchtlingshilfe mitorganisiert, im Hintergrund aber nur. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte noch mehr mit meiner Arbeitszeit machen. Mich begannen in den 90er Jahren immer mehr die ökologischen Probleme zu interessieren. Und dann habe ich relativ spät mit 27 noch Umweltwissenschaften studiert. Ja, und dann war dort so mein Schwerpunkt der Ökolandbau, bis ich ein Praktikum gemacht habe bei Robin Wood, kennst du sicher auch, der Umweltschutzorganisation im Waldbereich. Und dann habe ich mich gefragt, wie können wir Wald schützen im Alltag? Und dann bin ich zum Papier gekommen. Und jetzt arbeite ich freiberuflich für das Forum Ökologie und Papier. Und wir versuchen eben darüber zu informieren und
ich sage immer gerne, auch dafür zu begeistern, sparsam, total sparsam mit Papier umzugehen und das, was man dann noch nutzt und nutzen möchte, in Recyclingqualität mit dem Blauen Engel einzukaufen. Genau. Ich bin jetzt schon begeistert von der Idee. Wenn du bei uns in der Klasse eine Stunde Unterricht geben würdest, was würdest du uns denn gerne erzählen? Das wäre natürlich eine schöne Herausforderung. Ich würde mit euch darüber reden, wo das Holz für unser Papier herkommt. Dann würden wir eine kleine Reise machen durch die verschiedenen Herkunftsländer, also ob das Skandinavien ist oder ob das Südamerika ist. Schauen, was passiert dort mit den Wäldern durch die Abholzung, gerade auch für unseren hohen Papierverbrauch. Was bedeutet das für die Lebewesen in den Wäldern? Viele, viele Tiere, viele Pflanzenarten, aber auch Menschen, die im und vom Wald leben. Und das sind leider vielfach sehr negative Folgen. Und dann würden wir vor allem gucken, was könnt ihr in der Klasse dagegen tun? Also wie gelingt es, Papier zu sparen? Und es ist ja relativ einfach, überall Recyclingpapier zu nutzen. Und darüber würden wir uns dann unterhalten. Ja, also ich will mich auf diese Klassenstunde freuen. Ich auch. Welchen Rat gibst du Eltern zum Thema Mensch, zum Thema Umwelt und zum Thema Konsum? Ja, du fängst mit Mensch an. Also es geht einfach bei unserem Konsum ganz viel um Lebensbedingungen von Menschen in anderen Ländern. Man sagt ja immer im globalen Süden, also in meistens armen Ländern, in Afrika, in Südamerika, in Asien. Und ich finde es ganz wichtig für Eltern zu schauen, bei dem, was konsumiert wird, also erstmal natürlich weniger zu konsumieren, hatten wir am Anfang drüber gesprochen, und dann wirklich möglichst bei jedem Produkt auch zu schauen, wo kommt es her, wie wird es hergestellt, bis hin, wo kommen die Rohstoffe her, sind die ökologisch und sozial verträglich angebaut, ist es bitte ohne Menschenrechtsverletzungen passiert. Also sich all das anzuschauen, und das ist natürlich für Eltern, das kennst du aus deiner Familie selber, eine große Anforderung. Und deswegen sagen wir gerne, wir machen sonst keine Werbung, wir arbeiten ja wissenschaftlich, aber es gibt einen Anbieter, das ist Memo Versand, ökologischer Produkte, wo man eben eine sehr gute Vorauswahl schon hat. Eine Auswahl an Produkten, die geprüft sind, ob sie ökologisch und sozial verträglich sind. Und das wäre ein Appell. Und dann wäre nochmal ein Appell, so bei den großen Punkten zu gucken. Und zu den großen Punkten gehört die Ernährung. Und da, das muss ich dir nicht sagen, du lebst vegan, hast du mir erzählt, ist ja gerade der Fleischkonsum ein ganz wesentlicher Faktor, der mit dazu beiträgt, dass Klimakrise erfolgt, dass auch Artenkrise erfolgt, wegen des Anbaus der Futtermittel in anderen Ländern etc. Also wir müssen vom Fleischkonsum runter. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn immer mehr Familien, immer mehr Eltern auch darüber nachdenken, wie sie das umsetzen können. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich empfinde es nicht als Verzicht, sondern mir macht es total Spaß. Also ich finde es schön, auf die Natur, auf das Leben, auf andere Lebewesen zu achten, so wie ich mich im Alltag verhalten kann. Ich finde das schön und ich glaube, das würde den meisten anderen auch so gehen. So, das waren so schnell deine Antworten. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Sehr gern, dir auch alles Gute. Viele weitere tolle Interviews. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und gib mir einen Daumen hoch. Tschüss.